Ja, du. Ergebnis eines Testspiels ist nicht so wichtig, fragt morgen keiner mehr nach. Trotzdem ärgert man sich dann über eine Niederlage? Ja, natürlich, wir sind ja Wolfsburg, wir wollen immer gewinnen, aber ich denke, wir können sehr viele gute Sachen mitnehmen. Es war natürlich auch eine harte Trainingswoche, aber ich denke, man hat auch gesehen, dass wir bis zum Ende kämpfen und das macht uns ja auch aus. Was genau kann man Gutes mitnehmen? Also wir haben natürlich an speziellen ja, Sachen gearbeitet und ja, die wollten wir natürlich heute auch umsetzen, also offensiv und defensiv. Und ja, jetzt haben wir viele Szenen, die wir nochmal nachgucken können, wo wir dann vielleicht noch das ein und andere nochmal verbessern können, um auch in die großen Spiele ja, die beste Leistung zu bringen. Warst du überrascht, dass wir heute auch Fans hier hatten von unserem Club? Na, ich habe schon ein bisschen mitbekommen, dass ein paar Leute schon kommen wollten. Also von daher hatte ich schon eine Idee, aber schon cool, dass sie so eine Stimmung machen und ja, dass sie uns so angefeiert haben. Du hattest gestern Geburtstag, auch im Namen von Wölfe TV noch herzlichen Glückwunsch. Wie ist es, Geburtstag im Trainingslager? Ja, erstmal Dankeschön. Ja, ich habe mich ja gefreut, mit den Mädels zusammen zu sein. Ich hatte einen schönen Tag, also zwei Einheiten okay, aber es gehört dazu. Aber trotzdem, dass jeder mich eine fette Umarmung gegeben haben und dass ich einen großen Kuchen bekommen habe, das macht schon viel Freude. Alles klar, Dankeschön. Ja, Pia, im letzten Spiel des letzten Jahres getroffen und im ersten des neuen Jahres getroffen. Torjägerin jetzt? Neue Goalgetter-Qualitäten entdeckt. Ja, nee, ich glaube, ich hing heute ein bisschen mit meiner Position ja auch zusammen, dadurch, dass ich ein bisschen offensiver auf der 10 ja gespielt habe. Ja, gute Vorlage dann auch von Svennis gewesen, hätte ja vorher schon den Ball machen können. Ja, von daher ein schönes Gefühl, es heute auch wieder getroffen zu haben, auch ja, wenn wir am Ende nicht gewonnen haben, was natürlich eigentlich das Ziel war. War ein bisschen Billard, gell? Berg kam dann rein und... Ja. Ich glaube, Backstritt drüber. Ja, also, ja, ich glaube, der Ball kam rein, Backstritt drüber getreten. Ich habe ihn noch einmal mitgenommen, war dann schon sehr nah an der Torhüterin. Die hat den gehalten, dann schießt Pauli. Dann habe ich mit Pauli eigentlich gemeckert, dass sie nicht wieder zu mir gepasst hat. Habe dann gemerkt, okay, Svennis hat den Ball und die hat ihn noch mal reingelegt. Und dann musste ich noch ins leere Tor schießen. Das habe ich dann zum Glück hinbekommen. Ist Spiel allgemein, gut, Niederlage, fragt morgen keiner mehr nach. Was nimmst du mit aus dem Spiel oder was können wir mitnehmen? Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel ausprobiert heute, haben versucht, gerade offensiv ein paar Dinge anzupassen, ein bisschen auszuprobieren, was auch immer ein bisschen Zeit benötigt, wo wir jetzt gerade die Woche auch sehr viel gearbeitet haben. Man hat auch gesehen, dass die eine oder andere ein bisschen müde war, wir die eine oder andere hatten, die auch ein bisschen am Kränkeln war jetzt die Woche. Von daher haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel, was wir mitnehmen können, was wir analysieren können, ja, wo wir drüber sprechen können, was das Timing angeht, Positionierung und ja, wo wir dann schon im nächsten Test dann gegen Leipzig auch schon wieder drauf aufbauen können. Dann lass uns mal allgemeiner werden. Das Trainingslager war ja nicht dein erstes hier. Ich glaube, für geschätzt 3/4 der Spielerin war es das aber. Du musstest bestimmt der einen oder anderen gerade am Anfang mal den Weg zeigen, oder? Ja, gerade auf dem Clubgelände, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger, sich zurechtzufinden. Hat so bei der einen oder anderen 2 Tage gedauert, die andere hat auch noch ein bisschen länger gebraucht. Ich weiß nicht, ob sich manche heute noch nicht zurechtfinden, aber ja, für mich war es eben gut. Es war das dritte Mal, glaube ich, dass ich hier war. Es ist ungewohnt, dass ich irgendwie eine der wenigen war, die schon öfter hier war. Aber ja, war wie immer schön. Wir haben Glück gehabt mit dem Wetter, gute Trainingsbedingungen gehabt, konnten, glaube ich, sehr, sehr viel arbeiten. Und ja, macht immer Spaß, finde ich, im Januar nochmal in die Sonne zu fliegen und nochmal irgendwie so 9 Tage mit der Mannschaft unterwegs zu sein, auch nochmal da ins Gespräch immer wieder zu kommen, ist einfach was anderes als am Elsterweg zu trainieren. Letzte Frage, die Freude ist größer auf den Abschlussabend oder auf nach Hause? Das ist natürlich schwierig, weil beim Abschlussabend natürlich einige Highlights noch warten. Ich würde sagen, erst darauf und dann freue ich mich aber auch sehr auf zu Hause, auf das eigene Bett, die eigene Wohnung, mal wieder selber kochen, darauf freue ich mich auch sehr. Alles klar, danke dir. Danke. Ja, Sabrina, das Ergebnis eines Testspiels interessiert morgen nicht mehr. Trotzdem ärgert man sich ein bisschen, wenn da eine Niederlage steht. Natürlich, das ist unsere DNA. Wir wollen immer gewinnen. Das hat man auch in den letzten Minuten gesehen, dass die Spielerinnen viel investiert haben, dafür noch ein Tor zu schießen. Aber es war nicht im Fokus dieses Testspiels, sondern wir haben in der Woche verschiedenste Trainingsinhalte gehabt, die wir heute im Spiel sehen wollten. Da wollten wir sehen, wie weit wir damit sind. Das haben wir heute, von daher haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen, wie wir auch die nächste Trainingswoche dann angehen können. Ohne in die Details zu gehen, das war natürlich nicht nach außen, aber wo waren jetzt die letzten Tage die Schwerpunkte und ja genau, wo war heute dann auch der Schwerpunkt in der Umsetzung? Details ist das richtige Stichwort. Wir haben in beiden Bereichen sowohl gegen als auch mit dem Ball an Details gearbeitet, die wir besser machen wollen und die wir auch noch besser machen können. Das sind Potenziale, die wir uns ausgeschaut haben in der Winterpause und an denen haben wir die letzten Tage gearbeitet. Welche Erkenntnis nimmt man jetzt in die nächsten Trainingstage und dann auch in die nächsten Testspiele aus dem heutigen Spiel? Ja, dass wir grundsätzlich eine sehr gute Mannschaft haben, die auch von allen Spielerinnen her
gute Qualität immer wieder präsentiert. Die fordert uns richtig, die fordert uns auch in internen Spielen immer. Das haben wir heute auch wieder gesehen mit allen Spielerinnen, die wir eingesetzt haben. Und jetzt geht es darum, noch an Feinheiten zu arbeiten, die wir schon in der Trainingswoche auch durchgezogen haben. Dann lass uns noch mal kurz über das Trainingslager allgemein sprechen. Wir sind jetzt wirklich auf der Zielgeraden, übermorgen geht es wieder zurück. Wie fällt dein Fazit aus? Sehr gut. Also ich glaube, wenn man hier an die Agave reist, dann ist es gut, wenn man auch mal taktisch trainieren kann. Das haben wir gemacht. Das Wetter optimal ausgenutzt. Wir hatten gute Bedingungen auch vom Hotel her, von den Trainingsplätzen her. Konnten vieles erarbeiten. Die Spielerinnen waren grundsätzlich alle trainingsfähig. Von daher sind wir sehr zufrieden, ja. Alles klar. Dankeschön. Vielen Dank.